Ich traue meiner Partei alles zu. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Ist die SPD noch reformfähig? Ich glaube, eine Partei, die 153 Jahre auf dem Buckel hat, die ist reformfähig. Am Schluss ist immer die Frage, wie groß die Zäsur sein muss, dass man sich neu sortiert. Ich bin guter Dinge, dass uns das gelingt, aber das kann nur von unten gelingen und nicht von oben her. Eine Erneuerung kommt von der Basis und nicht von der Parteiführung. Herr Adam, Sie sind ja die Galionsfigur, der sogenannte Rambock, der Initiative Zeit für die Mutigen. Jetzt haben wir gehört, Sie haben ja damals als Juso schon unter Brand einen geharnischten Brief an die SPD geschrieben. Das war nicht als Juso, sondern als Ortsvorsitzender von Amsberg. 81, da war ich schon Ortsvorsitzender. Der Juso war ich, da war ich fast schon 70 geworden. Bin ja 70. Und jetzt schreiben wir das Jahr 2016. Ja. Und jetzt ist es anscheinend wieder soweit, dass wieder irgendwo eine Initiative, die SPD von innen heraus reformieren möchte, müsste, sollte, hat sich denn wirklich in den letzten Jahrzehnten nichts geändert? Also in der Partei hat sich einiges geändert, das muss ich schon sagen. Die Partei erstickt und verkrustet in ihrem Harmoniebedürfnis. Wir haben gestern gehört, das Wichtigste ist, dass in der Partei, innerhalb der Partei, ein Gedankenaustausch, ein Streitgespräch passiert. Und ohne, dass man sich jetzt persönlich angreift, sondern dass der Wettbewerb der Gedanken das Entscheidende in jeder Partei ist. Und je ruhiger eine Partei ist und je mehr man Harmonie verortet, desto verkrusteter wird die Partei. Die Basis in der SPD müsste sich sehr viel stärker zu Wort melden. Sie müsste sehr viel stärker sagen, was sie will, aber ich glaube, alleine das reicht auch nicht. Ich glaube, die SPD muss wieder mit den Bewegungen in der Gesellschaft, die es ja auch sehr massiv gibt, ja, wieder Kontakt aufnehmen. Ich glaube, dass die Parteien alleine aus ihrem eigenen Begehren, aus ihrem eigenen Wollen, aus ihrer eigenen Basis nicht mehr die Welt ändern, sondern sie müssen zusammenarbeiten mit den Bewegungen, die es in dieser Republik gibt und die eine andere Politik wollen. Jetzt geht's raus und sagt es weiter.